Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid und wir spielen wieder ein bisschen Resident Evil 8. Ich wollte fast 7 sagen, ich weiß nicht warum. So, wir haben jetzt unter anderem die Kurbel bekommen, die natürlich, ne, in alter Zelda-Manier, aber schon auch ein bisschen Resident Evil, das stimmt schon, auch an ganz vielen anderen Plätzen hier im Spiel benutzen lässt, nicht nur bei der Windmühle. Gerade die Kurbeln sind natürlich sehr Resident Evil, ne? Hier gibt es wenigstens nur eine Kurbel und nicht Kurbeln mit verschiedenen Aufsätzen. Das war nervig. So. Jetzt haben wir dieses optionale Tor hier geöffnet, in dem wir ein bisschen uns umgucken können. Ich hasse die. Die Meerjungfrauenkugel. Die brauchen wir nachher auch noch. Nein, das hast du nicht überlebt, oder? Blöder Vogel. Magnum-Munition. Das Spiel gibt einem selten Magnum-Munition, wenn es nicht von einem will, dass man die auch möglichst bald benutzt. Aber wahrscheinlich nicht für den hier. Give me all your money. Oder your Schießpulver. Auch okay. Oh. Man hört Schmatzgeräusche von da drin. Tja, ausgeschmatzt hat es sich. Mutter Miranda hat mir einen Berg geschenkt. Hier habe ich ganz viele Experimente mit dem Cadeau gemacht. Es ist mein geheimes Labor. Heute habe ich 3 Experimente mit dem Cadeau gemacht. Aber sie sind alle geplatzt und haben alles dreckig gemacht. Mich irritiert total, dass da oben steht, öffnen Sie das Inventar, um Munition herzustellen. Ich sollte mal die Tutorial-Tipps ausschalten. Ich habe das Cadeau eingepflanzt und dann habe ich mit einer Nadel Wolfsblut ins Rückgrat gespritzt. Das Versuchsobjekt hat sich stark bewegt und dann meinen Assistenten getötet. Ich konnte es nicht in den Griff kriegen, deshalb habe ich es in einen Käfig getan. Jetzt muss ich es füttern. Und da hören wir es auch schon. Ja, guck. 3 Schuss mit dem Magnum und schon ist er besiegt. Das sind wirklich krasse Gegner. Aber wir sind halt einfach auch schon extrem krass. Exzellent. Ah.
Ich frage mich, was hier passiert ist. Wollten hier Leute ihren Müll in den Brunnen entsorgen? Oder was ist das hier? Na. Falsche Kurbel. Gibt doch zwei Kurbeln in dem Spiel, so gesehen. Die Brunnenkurbel und die große Kurbel. Sudala, das hätten wir. Ich hab total einen Schatz vergessen vorher. Den hätten wir auf dem Weg zum Rom mitnehmen können. Ich hoffe, den können wir uns noch holen, aber ich denke schon. Ich glaube, hier hätten wir eigentlich eine Magnum bekommen. Nicht die, die ich jetzt habe, sondern eine frühere Version. Moros geheime Lieblingswaffe. Außerdem können wir jetzt das Kugelspiel hier noch spielen. Wenn wir die Kugel finden, so. Wow, okay, gut. Das war beinahe knapp. So, Achtung, jetzt wird es ein bisschen knifflig, aber das kriegen wir hin. Wir müssen nur ganz stark beschleunigen. Gut. Okay. Wird schon gut gehen, oder? Ich weiß nicht genau, wo wir sind. Ich sehe die Kugel nicht. Ja. Hellgrüne Schädel. Das sieht man auch in frühen Concept Arts, dass da ursprünglich Waffen mal drin angedacht waren. Macht auch mehr Sinn, ne? Ich glaube, die Schätze wurden da relativ nachträglich erst. Diese komisch eingefärbten Kristallschätze, das ist wahrscheinlich was, das mal... Weil man nicht mehr wusste, was man da reinpacken soll, weil das Waffensystem alles über den Händler läuft, hat man sich gedacht, ja, keine Ahnung, komm, optionale Schätze. Machen wir was, das man verkaufen kann. This way? What? Wo kommt denn das her? Aber vorher müssen wir dann noch hoch zu der einen Hütte. Zu dieser hier. Ich glaube, hier kriegt man eigentlich auch irgendeine Waffe, da wir die schon haben quasi. Bei unserem New Game Plus hier kriegen wir, glaube ich, einfach nur einen ordentlichen Sack Geld. Genau. Habe ich auch gar nichts dagegen. Oh, warte mal, wir sind noch nicht fertig in dem Haus. Irgendwas habe ich übersehen. Ah, hier, ein Dietrich. Jupp, okay. Oh, und jetzt können wir uns einem optionalen Boss stellen, der wirklich hart ist. Normalerweise. Ich glaube, für uns wird es schon gehen, aber eigentlich... Ziege, ich habe kein Beef mit dir, bitte. Können wir nicht einfach gegenseitig unsere Existenz tolerieren? War ich eigentlich in meinem Let's Play hier schon mal hier drin? Weil hier kann man nämlich sehen, dass hier Chris und seine Leute ein kleines Basislager in der Kirche errichtet haben. Haben wir das gelesen? Ich bin mir nicht sicher. Ich lese es lieber nochmal. 9.2.21, Protokoll von NH 1135. Wahrscheinlich 11.35 Uhr? Hm. Ankunft. Keine Anzeichen von EWRW. Wahrscheinlich Ethan Winters, Rose Winters. 12.10. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Aufenthaltsort von RW unbekannt. 13.10 Uhr. Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen. LBTDK9 durchsuchen. Das Labor. NHUE analysieren die Pilzprobe. Alpha Infiltration der Fabrik. So, man hat, während ich gelesen habe, abgehackt so ein bisschen, ne? Schon ein Gepolter gehört. Es erhob sich ein Gepolter. Da ist irgendwas im hohen Gras, Leute. Da oben was Großes. Mit Speeren im Rücken. Die Magnum ist leer. Nehmen wir die andere. Revolver zumindest den anderen. Wo ist er denn?
eine besonders gefährliche, aggressive Version des... wie heißen die? Ach Mensch, ich kann mir den Namen so schlecht merken. Na, haben wir ihn schon. Die kristallene Urzeitbestie. Die hat anscheinend schon viel abgekriegt, ne? Ein optionaler Bossgegner, wenn man Bock hat. Kann man den besiegen. Droppt im Grunde nur einen wirklich sehr wertvollen Schatz. Immer auch eine Frage des Munitionsmanagement. Ich glaube, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Dorf der Schatten würde ich davon abraten, den Boss zu machen. Da würde ich einen großen Bogen rummachen. Selbst im New Game +++. So, jetzt versuche ich mich zu erinnern, wo wir überall die Kurbel benutzen können. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Eine Stelle weiß ich, aber jetzt gehen wir erstmal duken. Ah, entschuldige. Die kristallene Urzeitbestie ist doppelt so viel wert wie Moreau. So viel dazu. Irgendwie finde ich die Kristalle für die Kette diesmal alle beide nicht, habe ich das Gefühl. Irgendwas habe ich übersehen. Oder versehentlich doch verkauft, wer weiß. Egal, ist nicht so wichtig. Das gehörte Moreau? Die Schönheit des Grotesken wäre wohl ein guter Titel dafür. So, jetzt haben wir ganz schön Kohle auf jeden Fall durch den Boss und durch Moreau. Das heißt, wir können jetzt die Pumpgun mal maximalen Schaden machen lassen. Und dann erhöhen wir das Magazin und von mir ist auch die Nachladegeschwindigkeit. Dann ist die Magnum bald voll. Die Magnum, sage ich schon, die Schrottflinte. Dann können wir ordentlich abschrotten. Genau, hier haben wir eine Zugbrücke. Aber ich bin mir fast sicher, dass wir die Kurbel noch irgendwo anders benutzen können. Ja, da muss ich jetzt mal gucken. Ich glaube, wir müssen jetzt zu der Zugbrücke und von da aus geht's dann... Ne, ich glaube schon. Gehen wir zur Zugbrücke. Und dann können wir eine kleine Schatzexpedition machen. Also mindestens zwei sogar. In zwei verschiedene Richtungen. Ach, Moment, ich bin total blöd. Wisst ihr, ich war gerade voll im Mercenary-Modus, im Söldner-Modus. In meinem Kopf. Da muss man die Map so hochlaufen. Da warten Bogenschützen auf einem und dann kommen die Mini-Bosse. Okay, betreten wir das Boot. Und jetzt fahren wir aber erstmal quasi flussabwärts. Da, wo das Wasser hinfließt, ist flussabwärts, oder? Ich glaube schon. Und hier können wir nämlich mal andocken.
Hier gibt's nämlich erstens Fische. Und zwar einen ganz besonders seltenen Fisch. Wenn man seine Werte permanent erhöhen will beim ersten Playthrough, ist der wichtig. Und eine mysteriöse Höhle. Mit einem seltsamen kleinen Beleuchtungsfehler hier irgendwie. Vielleicht ist es nicht mal ein Fehler, ne? Weil theoretisch könnte das schon... Ah, es sieht komisch aus auf jeden Fall. Naja, weiter geht's. Eine Moldwurzel. Und ganz viel Minen- und Granatenwerfermunition. Und Stuff. Und ein schönes Easter Egg. Ich weiß zwar nicht warum, aber scheinbar hat das Team von Chris eine alte Münze, eine antike Münze aus einem Baker-Anwesen mit hierher genommen. Na gut, meinetwegen. DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 95,95%ige Übereinstimmung mit dem Dalway-Mutamycet. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderung durch den Menschen, was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet. Weitere Untersuchungen notwendig, wie die Connection den Pilz finden und extrahieren konnte. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Megamycets Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt. Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Also, ne? Menschliche Erinnerungen und Psychen sind hier gespeichert in dem Wurzelnetzwerk. Miranda möchte Daten extrahieren daraus. Das wissen wir. Jetzt. An der Stelle. An der Stelle habe ich mir gedacht, wie cool wäre es eigentlich, wenn auch die Baker-Familie in diesem Netzwerk gespeichert wäre. Vielleicht könnte man die dann sogar wieder treffen. Meine, das ist, glaube ich, kein großer Spoiler, weil alles, was ich spoile, ist, dass es nicht passieren wird und das ist sehr unwahrscheinlich. Aber mein Traum wäre gewesen, dass am Schluss beim letzten Bosskampf Ethan irgendwie fast stirbt oder so fast besiegt wird nach dem Kampf und dann holt der Boss zum Todesschlag aus und plötzlich wird seine Hand festgehalten von jemand Unbekannten und dann steht da plötzlich Jack Baker, der aus dem Megamycet quasi wieder reproduziert wurde, weil er ja da drin gespeichert war, weil er auch infiziert war. Und der kommt dann raus und sagt irgendwie sowas wie, er ist immer noch Teil meiner Familie oder sowas in der Art. Oder wenn hier jemand ein Familienmitglied umbringt, dann bin ich das. Irgendwie sowas Doofes. Und dann rettet ein Jack Baker und dann kämpft man gemeinsam mit Jack Baker gegen den Boss und dann besiegt man den und dann nickt einem Jack Baker zu und geht wieder zurück in das Pilz-Mycet, aus dem er gekommen ist und wird wieder eins mit dem Mold. Das hätte ich toll gefunden. Hätte ich super gefunden. Wäre mein Lieblingsende für das Spiel gewesen. Ja, gehen wir ruhig erstmal da lang. Ist okay. Ah ja, genau. Hier sind wir, ich verstehe schon, hier sind wir aus dem Schloss Dimitrescu rausgekommen. Da können wir jetzt nämlich den Brunnen hinterm Haus nochmal ankurbeln. Das konnten wir vorher noch nicht. Aber gegenüber wartet das eigentliche Rätsel.
Sieht nach einer von Heisenbergs Fallen aus, oder? Im Grunde ein Schieberrätsel, was wir hier machen müssen. Aber ein sehr einfaches. So, gelöst. Ende. War gar nicht so schwer. Und hier finden wir einen... Ah ja, genau. Das ist einer von den beiden Rubinen, die man hier mit der Halskette kombiniert. Ich habe keine Ahnung, wo der andere ist. Irgendwann muss ich mal nachschauen. Weil das ist der dritte. Also guck mal kurz, man sieht das hier. Das ist das erste Objekt, das ist der dritte. Der Punkt in der Mitte fehlt mir. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn wahrscheinlich schon übersehen. Keine Ahnung. Hilft nichts. Irgendwo gibt es wahrscheinlich noch ein Versteck. Vielleicht sogar ein richtiges Rätsel oder so, das ich nie entdeckt habe. Das ist eine spannende Überlegung. Ja, und ich glaube, ich habe irgendwas übersehen, aber das kriegen wir jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich. Naja. Jetzt ist auch schon alles egal. Ah, oder? Etwa doch nicht. Doch, irgendwas habe ich trotzdem übersehen. Naja, nicht so wichtig. Ich werde irgendwie ein bisschen nervös unter den Dingern. Ich gehe jetzt lieber, glaube ich. Ah! Der Dietrich war's. Na dann. Aha, aha, yeah. So. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Rätsel, wegen dem wir hier sind. Das ist nämlich auf der anderen Seite der Zugbrücke. Die alte Dimitrescu-Grabkammer. Mit einem alten Dimitrescu-Feuerrätsel. Schatzkammer. So, und da drüben spawnen jetzt unendlich viel Gegner. Zumindest für einen gewissen Zeitraum. Und das ist auch gut so, weil die brauchen wir, um dieses Rätsel zu lösen. Den oder die müssen wir jetzt nämlich anzünden. So, und jetzt locken wir sie zu dieser Fackel hier. Also dieser Feuerschale. Hallo? Gnädige Frau? Wenn Sie so freundlich wären... Na komm. Ah, come on. Das macht sie doch mit Absicht, oder? Danke. So, und somit eröffnet sich die Hauptstatue. Goldene Lady Dimitrescu. Und Magnum-Munition. Warum sollte man nicht Magnum-Munition an so einen Altar legen, oder? Ich habe mich schon gefragt, ob das eine Anspielung auf den Namen sein könnte, weil Dimitrescu ist anscheinend wirklich ein rumänischer Name, der aber im Griechischen anscheinend seine Wurzeln hat und Sohn des Demeter oder so ähnlich heißt. War es Demeter? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, vielleicht, ne?
Da kommt zum Glück nur so lange unendlich viel Zombie-Gegner raus, wie man braucht, bis man das Rätsel gelöst hat, falls man sie wegschießen sollte, was am Anfang wahrscheinlich die meisten machen. Okay, ich glaube, das war's ehrlich gesagt schon mit unserer kleinen Schatzexpedition. Das ist das, was man mit der Kurbel und dem Boot machen kann. Ich glaube, das war's. Ich fahre jetzt mal vorsichtshalber nochmal in die Richtung hier, aber ich glaube, da kommen wir sehr schnell an ein Ende. Moment, fahre ich jetzt eh wieder zurück? Ja, ich fahre wieder zurück. Wenn, dann wollte ich mal in die andere Richtung noch gucken, aber ich glaube, da geht es nicht weiter. Aber vorsichtshalber schauen wir uns das mal an. Nee, genau, da ist hier schon der Baum. Okay, vergesst es. Na dann. Home, Sweat Home. Okelidokeli, dann können wir jetzt, glaube ich, Richtung Heisenberg gehen. Der wartet ja schon sehnsüchtig auf uns offensichtlich. Hat sich extra die Mühe gemacht, überall riesige Leuchtreklamen aufzustellen. Soll ich etwas für dich auswählen? Ich könnte es genauso gut jetzt verkaufen, weil ich finde das letzte Objekt eh nicht mehr. Aber ich behalte es mal noch. Wer weiß. Aha! Aha! Sieh es als Investition, Ethan. Danke für deine Treue. Na dann, gehen wir noch los. Bam! Reißen wir die Tür auf. Rose is waiting for you. The show must go on. Kommst du mit, Ziege, oder? Es ist wahrscheinlich zu gefährlich für dich. Es ist sehr nett von dir, aber... Andererseits essen die Werwölfe scheinbar gar keine Ziegen, ne? So, good luck. Könnte man hier reingehen. Aber man kann auch hier abbiegen. Was übrigens eine gute Idee ist. Sollte man machen. Zumindest wenn man einen optionalen Boss und Schatz haben will. In der alten Mühle. Tja. Der geheime Boss mit der Mühle muss es sein. Man kennt das. Zum Glück kriegt man hier noch ein bisschen Sprengstoff. Kann man brauchen, nämlich gleich. Ich habe keine Magnum-Munition, oder? Doch, 2 Schuss, okay. Revolver, 9 Schuss, gut. Minen, 3. Und ganz viel Schrotflinte. Wird schon hinhauen. Der zweite Uriah-Strack im Spiel. Oh, damn it! Well played, well played. Muss man ihm schon lassen.
Okay, die schweren Kaliber sind leer. Ich glaube, er kriegt noch eine Dynamitstange von mir und dann ist Schubfindenzeit. Na, war doch gar nicht so schlimm. Kristalline Riesenaxt. Dann können wir hier jetzt mal noch ein bisschen plündern. In seiner Weihnachtsmetzgerei. In der Weihnachtsmetzgerei. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, gibt es noch eine andere Zeile zu diesem Lied? In der Weihnachtsmetzgerei hackt Uria Strack Menschen zu Brei. In der Weihnachtsmetzgerei. Schönes Lied. Na, die Frage ist, war der hier eingesperrt? Aber wenn, warum sind die Schlösser dann innen, auf der Innenseite? Oder hat er seinen Fleischvorrat, den er fein säuberlich sortiert hier, quasi schützen wollen, so sehr? Die Interpretation gefällt mir besser. Vielleicht ist Uria Strack hier einfach nur ein Fleischsammler im Endeffekt. Der will eigentlich gar nichts Böses. Der will nur Fleisch sammeln. Deswegen nimmt er alles, was irgendwie Fleisch hat, mit und zerhackt es in seiner Weihnachtsmetzgerei. Und dann ordnet das schön in seine Regale. Und ich komme jetzt hier und klaue ihm die feinsten Stücke. Ich Arsch. Ich kann das verstehen, so eine Sammelleidenschaft, ne? Die eskaliert schon mal. Bestimmt ärgert er sich im Nachhinein. Vater Nikolas Engel. So, jetzt kommt die Stelle, wo ich eigentlich immer gerne ein Scharfschützengewehr habe. Aber leider haben wir... Ah doch, wir haben 3 Schuss. Na dann. Die müssen reichen. Also jetzt warten wir ein bisschen. Vielleicht versammeln sie sich in einer Reihe ein bisschen. Ah, was ist mit dir? Wie kann es sein, dass ich durch den durchgeschossen habe, glatt und die anderen beiden erwischt habe? Naja. Okay. Das war das. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Jetzt müssen wir in die Festung. Das Nest der Lycans. Wer weiß, wie lange schon. Wer weiß, wie lange die sich hier schon eingenistet haben. Vielleicht schon seit knapp einem Jahrhundert. Aber jetzt geht der Spaß los. Das ist wirklich eine harte Stelle. Ich bin hier wirklich bei meinem ersten Playthrough ein paar Mal gestorben. Und ich glaube, auf höheren Schwierigkeitsgraden ist das wirklich die Hölle. Aber wir dürfen jetzt keine allzu großen Probleme hier eigentlich haben. Dafür kriegen wir einiges an Schätze und Zeugs. Das ist auch nicht schlecht. Na, jetzt komm schon. Was ist denn mit dem? Hallo. Dankeschön. Hier kann man natürlich wieder viele Theorien stricken und so weiter, wie das hier so entstanden ist, das alles. Wer weiß, ob hier nicht vielleicht sogar schon die ersten Lycans wirklich im frühen 20. Jahrhundert quasi ins Exil geschickt wurden, mehr oder weniger. Alles möglich. Thank you.
Die Frage ist natürlich, warum hat Mother Miranda die dann so lange hier im Grunde kontrolliert und jetzt plötzlich nicht mehr scheinbar? Das war Munitionsverschwendung. Ist man auf Leitern eigentlich unsterblich? Unverwundbar? Vielleicht. So, ich glaube, wir gehen jetzt einfach, ne? Das ist ein Arena-Kampf. Ah, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Uah, der nimmt ein Ende, durchaus. Man kann den schaffen. Und ich glaube, das haben wir jetzt vielleicht sogar. Ne, da kommt noch wer. Da kommen noch ein paar. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach. So, das war erst der Vorhof zur Festung. Jetzt geht's dann im Grunde erst richtig los, kann man sagen. Jetzt gehen wir ins Herz, ins Nest der Lycans. Aber ich befürchte, wir müssen jetzt hier an der Stelle leider Schluss machen. Beim nächsten Mal machen wir dann genau hier weiter und dann geht's wirklich in die tiefsten Eingeweide des Lycan-Nestes. Bis dann, macht's gut, ciao.